Herzlich willkommen bei Autark, dem E3-DC-Magazin. Das Haus von Ralph Gillis in Weimar haben wir in unseren Sendungen ausführlich schon behandelt. Er versorgt sich weitgehend selbst mit regenerativer Energie für Wärme, Strom und Mobilität. Er ist ganz schön weit gekommen und das ist wirklich ein tolles Beispiel, dass man sich fast zu 70% wirklich komplett selber versorgen kann. Realisiert hat diese Lösung Robert Fichtner von Solardach 24. Sein Prinzip ist es zu sagen, wir machen Energieinseln. Das heißt, wir sammeln alles zusammen, was wir brauchen, um regenerative Energie richtig einsetzen zu können. Im Rahmen der Dreharbeiten zum Haus von Ralph Gillis habe ich ein ausführliches Interview mit Robert Fichtner geführt zum Thema Energieinseln. Besonders interessant ist der Part hinten in der Sendung, wo wir darüber sprechen, dass ein Auto teilweise doppelt so teuer ist, als sich selber mit regenerativer Energie zu versorgen. Hier das ganze Interview mit Robert Fichtner. Robert Fichtner von Solardach 24 baut nicht nur irgendwelche Photovoltaikanlagen mit Hauskraftwerken, sondern Ihr Konzept ist hohe energetische Unabhängigkeit. Was meinen Sie damit? Sehen Sie, wir haben im Beispiel im Einfamilienhaus haben wir viele verschiedene Energieinseln. So versuche ich immer zu erklären. Es gibt die Verbraucher, das ist beispielsweise der normale Lichtstromkreis, der Hausverbrauch, Lichtstromhausverbrauch. Es gibt die Wärmeerzeugung, das ist im idealsten Fall ist es die Wärmepumpe, weil sie sehr effizient ist. Das sind die Erzeuger, beispielsweise kann das eine Photovoltaikanlage sein oder eine Brennstoffzelle. Und es geht im Endeffekt darum, dass diese ganzen Energieinseln, die ich habe, die kann ich zwar nebeneinander betreiben und freue mich am Ende des Jahres über eine niedrigere Stromkostenrechnung, aber ich kann es auch intelligent machen. Ich kann auch versuchen, die unterschiedlichen Energieinseln miteinander zu kombinieren, sie intelligent zu kombinieren, sie zu steuern. Dass Wärme immer dann erzeugt wird, wenn auch die Sonne scheint. Dass der Akku dann hauptsächlich seine Energie speichert oder dann seine Energie speichert, wenn auch die Netzbedingungen dafür gegeben sind. Denn es gibt immer mehr Faktoren, die in Eigenenergieversorgungslösungen hineinspielen. Mittlerweile auch relativ viele reglementarische durch die Netzbetreiber, durch die Bundesregierung, die Vorgaben macht. Ist ja auch sinnvoll, ist ja auch gut so. Wenn wir mit den Erneuerbaren weiter nach vorne kommen wollen, müssen wir auch ein intelligentes Netz haben und dieses auch realisieren. Als ich vor einigen Jahren mich begonnen habe, mit dem Thema erneuerbare Energie und Photovoltaik näher zu beschäftigen, da ging es dann darum, dass man seinen eigenen Stromverbrauch möglichst gut mit der Photovoltaik decken kann. Wupp, Rest ging ab, einfach rein ins Netz. Heute denkt man Wärme und Mobilität automatisch mit dazu. Immer häufiger. Ab und zu muss ich noch ein bisschen argumentatorische Überzeugungsarbeit leisten, weil der vermeintliche günstigere Wärmepumpentarif noch ein bisschen im Kopf, Hinterkopf hängt. Und das lässt sich aber relativ schnell argumentativ erklären, warum es trotzdem besser ist, die Wärmepumpe, die Erzeugungsanlage und die Speicher wirklich zusammen an einem Hausnetz miteinander zu verkoppeln. Und diese dann auch noch intelligent miteinander zu kombinieren, dass die Steuerung der Systeme auch agiert. Und da braucht man auch jetzt keine Befürchtung zu haben, dass das, oh Gott, ich muss da eingreifen und muss reglementieren und muss dort steuern, damit das auch funktioniert. Nein, das Ziel muss sein, dass diese Systeme genauso arbeiten und genauso agieren wie eine ganz normale Gasbrennwerttherme, die halt die Wärme macht, wenn sie gebraucht wird. Da steuere ich sie auch nicht. Und genauso müssen diese ganzen vielen Faktoren, die jetzt zusammenkommen, im System auch funktionieren. Als Sie zu Herrn Gillis gerufen wurde, was für ein Konzept haben Sie ihm vorgeschlagen? Ich habe ihm die Kombination der Energieinseln vorgeschlagen. Ich habe ihm von Anfang, also oder anders, er hat schon relativ viele Gedanken sich im Vorfeld über sein Konzept, mit dem er leben möchte in Zukunft, schon Gedanken gemacht. Er hatte schon die richtige Grundeinstellung gehabt, zu sagen, ich möchte möglichst unabhängig sein, ich möchte möglichst meinen eigenen Strom erzeugen und mit diesem Strom möglichst viele Energie
Faktoren, also Wärme, Mobilität, Kochen, Licht, versuchen dieses abzudecken. Und dann habe ich ihm mein Konzept erläutert, habe ihm gesagt, dass wir diese Komponenten haben, dass wir diese Komponenten realisieren können, dass wir damit schon Erfahrungen haben, und habe ihm darauf hingehend dann beraten. Da oben ist die Photovoltaikanlage. Das sind einfach nur so ein paar olle Platten auf dem Dach. Und dann macht man 77% die sich nicht Strom drehen. Und Wärme ja. ist einfach sich da nichts. Über das ganze Jahr gerechnet. Ja. Das ist schon, also ich finde das gigantisch. Ja, es geht halt eben, wir haben 120 Tage im Jahr, wo nicht so viel Sonne scheint. Aber das ist ja auch das Tolle an der Photovoltaik. Diese auf dem Dach liegenden Platten, die erzeugen eben halt auch bei geringer Sonneneinstrahlung Strom. Und wenn wir dann noch mit den Energieflüssen so vernünftig umgehen, dass wir der Wärmepumpe sagen, wann sie Wärme machen soll und wie viel Wärme sie machen soll, dann müssen wir natürlich auch schauen, welche hydraulischen Schemata, also sozusagen, wie machen wir die ganzen Heizungskomponenten, wie werden die aufgebaut. Dass wir dann zu einem Ergebnis kommen, was dann in dem Bereich liegt. Aber das ist halt eben die Kunst, jetzt bei den erneuerbaren Energien oder jetzt, wo wir technisch an diesem Punkt angekommen sind, diese verschiedenen Bausteine so zu kombinieren, dass wir dann eben halt wirklich nicht nur 50% Autarkie erreichen, sondern eben halt auch wirklich in die höheren Bereiche reinkommen, dass der Reststrombezug mit den überschüssigen Energiekosten im Sommer sich amortisiert, also sich sozusagen kumuliert, aufhebt. Das finde ich eben das Coole an dem ganzen Konzept und was hier auch realisiert worden ist, ja. dass man sozusagen den Strom, den man noch kaufen muss, um Wärme, Mobilität und Komfortstrom zu machen, durch die Einspeisevergütung praktisch wieder egalisiert und das Ganze null ist. Ja, richtig. Es bleiben die Investitionskosten am Anfang, natürlich auch Wartungskosten und Instandsetzungskosten. Jetzt muss man bedenken, erneuerbare Energien bedeuten immer eine hohe Anfangsinvestition, was ich bei konventionellen halt nicht in dem Umfang habe. Bei klassischen konventionellen Energien, also bei Gas oder Öl, da habe ich die Gasbrennwerttherme und dann habe ich meinen Anschluss und das war's. Aber ich weiß nicht, was kommt. Wir sind mittlerweile in einer so schnelllebigen Zeit angekommen. Jeder hat eine andere Idee, jeder sagt, oder viele haben viele Meinungen, viele Menschen viele Meinungen. Also das heißt, steigt der Gaspreis nun, bleibt er stabil? Wir wissen es nicht. Was ist mit dem Ölpreis, wenn jetzt immer mehr auf Elektromobilität umsteigen? Wer braucht dann noch sozusagen in dem Umfang Öl zum Verbrennen, also Benzin oder Diesel? Was macht der? Was machen die Kosten? Das wissen wir nicht. Es wird alles sehr fluktuativ werden und immer weniger greifbar. Also das heißt, unsere ganze Welt ist mittlerweile so schnelllebig geworden und durchsetzt von ständigen Veränderungen. Dass auch das Bedürfnis mittlerweile da ist, sich irgendwo Beständigkeit zu schaffen. Und wenn ich ein Einfamilien- oder Mehrfamilienhausbesitzer bin, dann habe ich mit diesen Technologien die Möglichkeit, in meinem Leben, in meinem Haus, in meiner Lebensinsel irgendwo eine Beständigkeit, einen Ruhepunkt zu schaffen, wo ich sage, das ist meins, hier ist Schluss und das habe ich unter Kontrolle. Das ist meine Welt. Und über die restlichen 20-30%, die ich dann irgendwie noch an einem öffentlichen Netz hänge, naja, mein Gott, dann lassen wir doch den Strompreis steigen um 20%. Das macht mich nicht ärmer. Das, was Sie gesagt haben, hat auch Herr Gillis gesagt. Und das ist aber meine Erfahrung, dass die meisten Bürgerinnen und Bürger diese Energiekostensicherheit gar nicht zentral im Fokus haben, wenn sie solche Anlagen planen oder vielleicht haben möchten, sondern die fragen eigentlich immer, ist das, was ich jetzt bekomme, billiger als das andere? Wie ist Ihre Erfahrung da? Ich habe mir mal die Mühe gemacht und habe mal ein Musterhaus mit 140 Quadratmeter für mich einfach mal aufgerechnet, habe mir verschiedene Energiesysteme, Versorgungssysteme, die
von der Bauordnung noch zugelassen sind. Also das heißt, wenn man nach Gasbrennwert macht, muss man die kombinieren mit einer Solarthermie, mit zweites Energiesystem, Photovoltaik mit Stromspeicher und Wärmepumpe, ein Pelletskessel. Und ich habe mir diese Systeme alle mal nebeneinander in meiner Kalkulationstabelle aufgebaut und habe sie mal verglichen. Und wenn man es vom vernünftigsten Standpunkt ansetzt und sagt, und alle Investitionskosten von Anfang an bei einer grünen Wiese mit reinrechnet, dann komme ich nur zu einem Ergebnis: die effiziente Wärmepumpe in Kombination mit einer Photovoltaikanlage und Stromspeichersystem ist die kostengünstigste Variante, auch wenn sie am Anfang die höchsten Kosten erzeugt hat. Aber ich habe einen Energieträger, der ist Strom. Und mit dem Strom, das ist die edelste Energieform, die wir haben, mit dem kann ich alles machen. Ich kann Wärme erzeugen, ich kann auch mobil sein damit. Also das heißt, wenn ich einmal für mich diese Quelle erschlossen habe, eröffnen sich schlagartig extrem viele Möglichkeiten, mit denen ich sozusagen noch mehr dann Vorteil rausgenerieren kann. Und wenn sich jetzt unsere Bundesregierung noch mehr in der Richtung öffnet, dass die Netzbetreiber oder anders, beispielsweise die Netzbetreiber, die Energieversorgungsunternehmen, die müssen auch irgendwie sich einen Markt in Zukunft aufbauen, weil ihr Markt ist weggebrochen. Den gibt es nicht mehr, den gibt es nur noch im Netzbetrieb. Das heißt also, sie müssen sich auch neue Faktoren auf neue Märkte erschließen. Und ein Markt wird sein, ein intelligentes Netz aufzubauen, bei dem beispielsweise auch der Herr Gillis teilhaben kann und sagen kann, ihr kriegt meinen Strom für den Preis. Wenn ich mal Energie brauche, dann hole ich mir die für den Preis. Oder ich nehme teil am Regelenergiemarkt oder ähnliches. Also das heißt, wenn ich einmal den Sprung ins kalte Wasser gewagt habe und sage, ich bewege mich jetzt in diese Richtung, dann eröffnen sich immer mehr Möglichkeiten, auch damit eine Wirtschaftlichkeit zu erhöhen und auch eine Funktion, eine Effizienz mehr zu erhöhen. Sie sagen, wenn ich diese Technologie habe, bin ich sozusagen offen, an zukünftigen Entwicklungen der Energiewende zu partizipieren und dann auch zu profitieren. Richtig. Ich muss nur ins kalte Wasser springen. Ich muss nur wirklich mich damit auseinandersetzen, weil das ist ein komplexes Thema und es ist wichtig, dass da ein Partner gegenüber sitzt, der einem das auf den Tisch legt, erklärt und der sagt, welche Vor- und Nachteile, welche Kostenfaktoren, an welchen Schrauben können wir drehen, was können wir, wie können wir es kombinieren, was können wir machen. Das muss halt eben alles im Vorfeld passen. Und dann muss ich sagen, ich will das jetzt, ich mache das jetzt und dann kann ich daraus auch die Mehrwerte für mich generieren. Aber ich muss eben halt erstmal den Schritt wagen, ich muss mir eine Photovoltaikanlage mit dem Speichersystem ins Haus stellen und am besten bei einem Neubau oder bei einer Sanierung im Altbau zu sagen, okay, auch eine Wärmepumpe kommt rein, dann habe ich schon mal einen ganz großen Schritt erreicht oder geschafft. Da sprechen Sie mein Lieblingsthema so ein bisschen an. Wir haben ja gehört, dass Herr Gillis 43.000 Euro investiert hat. Würde man, wenn man den Rotstift ganz hart irgendwo ansetzt, vielleicht noch ein bisschen billiger bekommen, aber 43.000 inklusive Mehrwertsteuer muss man bei der ganzen Geschichte jetzt auch irgendwo sagen. Aber mit Wärmepumpe. Mit Wärmepumpe, mit allem drum und dran. Ja. Und da ist eben mein Lieblingsthema, die Leute kaufen sich eben für 70.000 Euro SUVs oder ein Audi A6 für 50.000 Euro oder was weiß ich alles. Ein gut ausgestatteter VW Golf, der kostet auch 25.000 Euro. Und dann wird da gesagt, Mensch, kann ich mir jetzt im Moment nicht leisten. Aber jetzt sage ich Ihnen noch was anderes. Das Automobil lässt sich deswegen gut verkaufen, weil es emotionsgeladen ist. Ich kaufe mir was, womit ich ein Erlebnis habe, ein Fahrgefühl. Sind wir ehrlich, die deutschen Hersteller, die bauen sehr mobile Autos, die bauen sehr agile Autos und sehr attraktive Autos. Jetzt habe ich aber mit der Technologie habe ich auch mittlerweile ein emotionsgeladenes Produkt. Wollte ich gerade sagen, so wie Sie sprechen, das ist das auch emotionsgeladen. Ja, stellen Sie sich vor, Sie sitzen auf der Arbeit im Büro am Schreibtisch, gucken mal drauf, ach guck, heute noch gar keinen Strom bezogen. Oder ich komme abends nach Hause, es ist schon dunkel, es ist
Es kann auch Winter sein, sonniger Tag gewesen. Dann kann ich auch über die Nacht kommen, ohne Strom zu beziehen, weil mein Akku ja voll ist. Und das gibt einem wieder in unserer extrem vernetzten Zeit wieder ein bisschen mehr Freiheiten. Und wenn Sie jemanden, der sich dafür interessiert, das erste Mal diese Technologie zeigen, sagen, komm mal her, guck dir das mal an, und der steht vor so einer, ich sag jetzt mal, überschaubaren Kiste von einem Meter breit, einem Meter höher, und die hängt an der Wand, als ob nichts wäre. Und dann macht man den Deckel runter und da sind ein paar Kisten drin, da sind die Akkus, und da sagt man, ja, damit schaffe ich 70-80% Autarkie übers Jahr. Das ist was. Das gibt Emotionen. Das ist natürlich kein Fahrgefühl, mit 180 über die Autobahn zu fahren, aber das sind auch emotionsgeladene Technologien. Aber wenn ich dann noch über die Autobahn fahre mit 180 und ich weiß, das ist mein Strom von meinem Dach in dem Auto, ja, das macht auch Spaß. Sie brauchen mich gar nicht so eindringlich anzugucken. Ich bin ja schon überzeugt. Wo kann ich unterschreiben? Schnell die Anlage her. Ich will das auch haben in der ganzen Geschichte. Der Hinderungspunkt ist, glaube ich, auch, so wie Herr Gilles das gemacht hat, man muss sich natürlich mit diesen Themen erstmal irgendwie beschäftigen, um auf den Trichter zu kommen. Beim Auto weiß jeder, oben liegen Nockenwelle, unten liegende Einspritzer, weiß der Teufel was. Bei der Geschichte muss man tatsächlich drauf kommen, so wie wir das jetzt hier sagen, dass das eben funktioniert, um zu sagen, ja, das will ich auch haben. Also es ist eben ein erklärungsbedürftiger Weg. Das kommt aber. Ich merke das daran, da ich mittlerweile mit vielen Architekten zusammenarbeite. Und Architekten mit ihrer Gebäudehülle und ihrer Bausubstanz, die sich sehr gut auskennen, auch wissen, was sie da machen. Und das ist auch gut so. Aber den anderen Faktor, der immer mehr kommt, Energieeffizienz nicht durch eine gut gedämmte Gebäudehülle zu erreichen, sondern durch Eigenerzeugung und Eigenversorgung, da gibt es einen starken Bedarf, einen Wissensbedarf, einen starken. Und ich merke das daran, dass den Architekten, mit denen ich zusammenarbeite, auch die Kundschaft, die Bauherrschaft an mich weitergeleitet wird und sie aber schon mit sehr viel Interesse und auch sehr Vorstellungen, die genau in diese Richtung gehen, schon zu mir kommen und sagen, ich möchte das gerne so, aber bisher habe ich niemanden gefunden, der mir das so in der Komplexheit realisieren kann oder der mir überhaupt erstmal Antworten geben kann auf meine Fragen. Zwei Punkte habe ich noch. Einige Zuschauer, die unsere Sendung autark immer wieder sehen, kennen das ganze Credo. Es heißt immer, man muss erstmal investieren. So. Aber es gibt eben auch die Möglichkeit der Finanzierung. Man muss das Geld ja nicht komplett bar auf den Tisch legen. Und dann halte ich das eigentlich für gar keine Investition mehr, weil ich ersetze eine Zahlung durch die andere. Und das, was ich dann sozusagen dafür zahle, selber machen zu können, das ist ja gar nicht mehr als das, was ich vorher ausgebe. Es ist ja einer der wenigen, also Photovoltaikanlage mit Stromspeicher, einer der wenigen Komponenten, die ich privat kaufen kann, die eine Wirtschaftlichkeit haben, die einen wirtschaftlichen Effekt haben. Wenn ich mir ein Auto kaufe und ich fahre beim Händler vom Markt, sind gleich 20% weg. Wenn ich mit dem Auto weiterfahre, verliert es immer mehr an Wert. Wenn ich aber mir eine Photovoltaikanlage mit Stromspeicher kaufe, Dann habe ich eine Investition getätigt, die sich ja selber amortisiert, weil sie ja Kosten einspart. Ich muss ja keinen externen Strom kaufen. Ich muss kein Gas kaufen. Ich muss kein Öl kaufen, weil ich habe ja meine Energie vom eigenen Dach. Also das heißt, der Energieverbrauch deckt sich doch. Ich sage immer, wenn Sie ein eigenes Dach haben, können Sie mit dem eigenen Dach einen Wert produzieren. Und wenn Sie diesen Wert nicht produzieren, dann müssen Sie es woanders kaufen und jemand anders realisiert diesen Wert. Und ich muss im Grunde nur mehr ausgeben, als wenn ich mein eigenes Dach hernehme und Energie produziere. Ich schmeiße eigentlich, wenn ich es heute nicht mache, Geld weg. Richtig. Richtig. Denn je mehr in der Kette sind, umso mehr wollen ja auch daran Geld verdienen. Wenn ich meinen eigenen Strom von meinem eigenen Dach erzeuge, dann ist das meine eigene Energie. Und daran kann keiner mehr was verdienen. Und wenn ich es vernünftig gestalte gegenüber dem Finanzamt, dann sind das wie meine eigenen Erdbeeren aus dem Garten. Ein Aspekt interessiert mich noch. Was ich sehr interessant und sehr gut finde, ist, Sie haben hier
Geothermie eingesetzt. Meistens wird Luftwärmepumpe, Erdwärmepumpe gemacht. Sie machen Geothermie. Warum haben Sie hier Geothermie gewählt? Geothermie aus dem Grund, weil es ich mache aus mit einer Wärmepumpe mache ich aus Umgebungswärme Raumwärme. Und die Tiefenbohrung hat den Vorteil, dass in der Erde ist relativ viel Wärme gespeichert. Auch wenn es im Winter bei uns oberhalb der Erde, der Grasnarbe, kalt ist, ist es unten in der Erde noch warm. Also das heißt, da wo ich im Winter die meiste Energie brauche und die meiste Energie, ungefähr 70-80% des Energiebedarfs im Einfamilienhaus, ist die Wärmeenergie im Winter, habe ich sie durch die Natur gespeichert in der Erde. Und mit meiner Wärmepumpe, die ja elektrischen Strom braucht, um betrieben zu werden, den ich aber auch bei geringer Sonneneinstrahlung ja trotzdem erzeuge, und trotzdem speichern und trotzdem nutzen kann, betreibe ich meine Wärmepumpe und habe halt ein noch effektiveres System, weil ich aus tieferen Erdschichten, die viel träger sind, die die Wärme anders, also intensiver gespeichert haben, herausnehme. Meiner Meinung nach wird Geothermie eigentlich viel zu wenig vorgeschlagen und eingesetzt, weil man immer von den Bohrkosten spricht, aber die werden ja auch bezuschusst. Das ist richtig. Es gibt noch einen anderen Faktor, es gibt einige Faktoren, die man auch wieder im Vorfeld erstmal klären muss. Darf ich überhaupt bohren an dieser Stelle? Zum Beispiel, wenn es Wasserschutzzonen sind, darf ich auch nicht bohren in die Tiefe. Oder wenn Auflagen sind oder wenn es geologisch nicht möglich ist, dort zu bohren, weil es auch keinen Sinn macht dort, weil es nur Gestein ist, dann habe ich halt eben, bin ich dort ein bisschen eingeschränkt. Und man muss immer für jedes Objekt, muss man individuell schauen, welche Energiequellen mit welcher Kapazität, mit welcher Leistung kann ich kombinieren, damit es für das Objekt der optimalste Effekt zu erzeugen ist. Ein Aspekt noch, wir reden immer von Smart Home. Von Energieflusssteuerung kann man auch sozusagen sein. Das ist, glaube ich, der Aspekt, der auch noch dazu kommt. Das heißt, man überlegt sich, wie man regenerative Energie produziert. Photovoltaikanlage, Hauskraftwerk, Wärmepumpe, wenn es geht, Geothermie. Mhm. Aber dem Smart Home kommt in Zukunft wahrscheinlich eine viel größere Bedeutung auch zu, als wir jetzt so allgemein im Kopf haben. Bisher kann man sich unter Smart Home und Hausautomatisierung, das sind alles noch so schwammige Begriffe, die meistens durch die Industrie gefüttert werden mit, Ihr Kühlschrank bestellt selbstständig das Essen. Oder Ihre Waschmaschine sagt Ihnen, wann die Wäsche fertig ist. Ja, das sind aber die falschen Ansätze. Weil Smart Home hat eigentlich drei Hauptfaktoren, die nicht mit Waschmaschine und nicht mit Kühlschrank zu tun haben. Das ist Energieeinsparung, wenn wir schon bei unserem Thema sind. Das heißt Heizungssteuerung. Wenn ich nicht im Haus bin, muss die Heizung in den entsprechenden Räumen nicht aktiv sein. Das ist Sicherheit. Das heißt also, wenn ich nicht anwesend bin oder es ist nachts, dann kann ich über Kontakte an den Fenstern, an den Türen halt realisieren, okay, da ist was. Oder da ist halt nichts, Sicherheitsaspekt. Und der dritte Baustein ist der Komfort. Wenn Sie nachts aufstehen, weil Sie auf die Toilette müssen, gehen Sie über den Flur ins Bad rein und dann geht halt nachts eben nur ein kleines Lämpchen an. Und dann müssen Sie nicht im Dunkeln den Taster suchen. Das ist halt schön. Oder Ihr Haus teilt Ihnen 21 Uhr mit, du lieber Herr Ferenczky, deine Haustür ist nicht abgeschlossen. Mach mal vorne noch zu, wenn du jetzt ins Bett willst. Na, für mich ja gemäß da nicht zu sagen, wenn Sie zur Toilette wollen nachts, sondern wenn Sie nachts zum Kühlschrank wollen. Dann geht das Licht an. Das motiviert mich dann. Ja, aber dann müssen wir beim Kühlschrank wieder gucken, weil wenn Sie die Tür aufmachen, wird es wirklich hell. Ja, wir gucken rüber zu den beiden anderen Häusern und stellen fest, die haben das nicht. Wenn Sie jetzt rübergehen und sagen, schaut mal, Herr Gillis macht es, ihr habt es nicht, kriegen Sie wahrscheinlich 1000 Argumente zu hören, warum Sie es jetzt nicht machen können oder machen wollen. Wer kommt denn und will es machen? Also entweder sind das junge Familien, die die Weiche stellen für ihre Zukunft, oder es sind Familien,
die schon ein bisschen mittleren Alters haben, die größten Kostenfaktoren über die Finanzierung schon hinter sich gebracht haben, die dann sagen, wir haben ein Haus, wir möchten was machen. Das sind solche Aspekte wie oder Informationsaspekte, die durch die Medien immer mal huschen, Wärmepumpe, Elektromobilität, das sind alles solche Ansätze, die kommen müssen, die aber in der Masse kommen müssen, wo man sich dann Gedanken macht, okay, Mensch, wenn ich Elektromobilität habe, der Gilles, der hat auch eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, ob der auch sein Auto damit laden kann? Der hat doch ein Elektroauto, oder? Ja, frag man mal. Das sind die Punkte. Wenn ich die beiden Familien jetzt aktiv darauf hinstoßen würde, ja, der will uns was verkaufen und der redet das schön und das ist ja alles ganz toll. Aber das muss vom Inneren herkommen. Das sind halt eben die Bausteine, die wir auch durch solche Formate wie die Sendung Autark halt eben wirklich zeigen können und darstellen können. Ja, also Robert Fichtner hat das, glaube ich, total gut erklärt, dass man es machen kann. Abgesehen davon mag ich ihn total gerne, weil er hat hinterher mit uns gegrillt und mir auch Thüringer Rostbratwürste nach Hause geschickt. Also ich kann ihn wirklich total empfehlen. Sprechen Sie ihn an bei Solardach24 mit Ihren Fragen oder schreiben Sie hier bei YouTube einfach drunter, was Sie für Fragen haben. Robert Fichtner wird es dann beantworten. Wir werden ihn später in einer späteren Sendung noch einmal im Interview haben und zwar zu der Frage, wie plant man eigentlich ein Haus richtig? Das war Autark, das E3DC-Magazin. Vielen Dank fürs Zuschauen.